Hallo, liebe Sims 4 Freunde. In der heutigen Aufgabe, Aufnahme. Also wir waren zuletzt beim Playboy und hat drei Mädels zu ihm zugezogen. Und die Aufgabe in dieser Aufnahme ist, zwei davon, ja, flach zu legen, ins Bett zu bekommen oder wie auch immer, mit zwei davon von denen zu techteln und zu mächteln. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Zeit ungefähr 20 Minuten plus minus, naja, 20 bis 25 Minuten. In dieser Zeit müssen wir das eigentlich hinbekommen. Wenn nicht, dann tut mir der arme Junge leid. P. Er ist auch leider zur Arbeit, hat schon mal Pech gehabt und kommt um 23 Uhr wieder und wir haben 8, 19 Uhr. Was machen die beiden? Die erzählen miteinander. Ach, da ist jemand zu Besuch. Wer ist denn das? Fabio Hermanns. Läuft. Strengt sich auch etwas an und tanzt voll ein ab. Muss noch jemand von denen noch heute zur Arbeit? Nein, nicht. Sind die denn alle fit? Ja. Hunger, Hunger, zweimal Hunger. Und jetzt mit den Kochfähigkeiten. Kann einer von denen kochen? Nee, gar keiner. Das ist ziemlich gefährlich, wenn keiner kochen kann. Ja, Küche. Kochen. Gartensalat. Was einfaches. Oder gucken wir, ob wir noch was im Ofen drin, im Kühlschrank drin. Dann hör auf zu kochen. Nimm da lieber ein Gericht nehmen. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Ach, die hat ja schon was zu essen da gehabt. Naja, stellst du was Zweites hin. Dann holst du dir nichts und sondern isst das, was da steht. Hör auf rumzulaufen. Sondern öffne und nimm den Gartensalat. Naja, hat sie schon ein bisschen was abgenommen? Nein, nicht. Schauen wir uns mal draußen um. Hier haben wir die Möglichkeiten, was anzupflanzen. Beziehungsweise ist schon was angepflanzt. Service engagieren. Kann er machen, wenn er nach Hause kommt. Und zwar den Gärtner. Sonst vergessen wir das hier noch und alles wird wieder Müll. Jetzt da ist alles okay, das ist auch alles okay. Lucy! Wogrichob? Warba? Oots! Esk!
Nene Birne. Barb. Snow Sogarzo. Chorp Janil. Aufs Klo und dann aber auch duschen, aber auch hier, hallo. Dann packen wir den Kühlschrank rein, so. Muss auch aufs Klo, meine Mama, gehst du da mal hin. Dauert immer noch etwas über eine Stunde und drei der Mädels muss er ja versuchen, zwei von den dreien. Aber versteht sich nur mit Kira bisher ganz gut. Und bei den anderen musst du noch was machen. Wie viel Gewicht spendet sie hoch? Ach, das Kleine ist da. Er fängt aber auch schon an zu müffeln hier. Schaumbad nehmen. Und was will sie? Sind Survivor spielen? Okay. Drei, zwei, eins. Und zu Hause? Zu Hause, zu Hause, zu Hause. Oh, wurde gefördert. Regelmäßiger Gärtner einstellen. Lymphia Zirpa, Lahoin Snibara, Prumbea Hupitu. Schauen wir nochmal nach. Man das erkennen kann? Ja, kann man erkennen. So, dann. Das ist Kira? Aufreiten, posieren. Und Tag verschönern. Hände küssen. Jam, jam, jam. Und Romantik. Flirten. Schmutzigen Witz erzählen. Gestatten sich angezogen zu fühlen. Über Interessen reden. Über Kochen reden. Über Kochen reden. Flirten. Flirten. Alles voll. Nur Freunde, noch nur Freunde. Niara Inazuk? Kisana. Oh nee. Prop Yabosa. Befete Pelka. Also bei ihr werden wir das wohl hinbekommen, aber bei den anderen beiden glaube ich nicht, dass das auch ist. Vielleicht mit Vanessa, mal schauen. Aber erstmal Nummer 1. Und da er zur Arbeit war, habe ich schon 9 Minuten ungefähr verschwendet. So. Sturm, Garsha, Tharg, 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 Zut, Zut, Wadisa, Tube, Vade, Parnaquab, Dufa, Galba, Samba, Essenoi, Flareeb, Finalibo,
bomb zoi dimpish. Jauna pames, the bishi teru ufa. Yibs. Ah. Larkin flova? Yibs. Yeah, flazit. Susu. Noch mehr Auswahl, was haben wir denn? Ah. Flirten. Bash. Knuddeln. Ersten Kuss. Da geht doch was. Das ist natürlich gefährlich, dann im eigenen Haus eine Mitbewohnerin. Rose anbieten. Kimba. Girl. Ah. Susu. Susu. Su. Whitney. Gilbador. Händchen halten. Hello, Ray. Ruba. The North. Oh. Oh. Smavadish. Yeah. Fuma. No, 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 no. Mooney Cross Bronca. Aha. Susu. Einen Kuss hauchen. Nochmal einen ersten Kuss erleben. Das hatten wir doch auch schon gehabt. Kompliment über Aussehen machen und. Dorna. Chabi Daza. Oh, Zambo. Oh. Good Knuddeln. Techtelmechtel. Mal schauen. Dann haben wir Nummer 1 geschafft. Und da habe ich noch ein paar Minuten Zeit. Du. Monessa schläft. Ist sie denn müde? Naja. Laura spielt Schach gegen sich selber. Können wir ein bisschen mit der Gitarre rumspielen. Da wollen wir natürlich nicht stören. Jo. Vanessa Blubbel. Also auch ein schöner Name. So. Aha. Aha, ja, aha. So. Er hat natürlich jetzt Hunger, nachdem er sich da so angestrengt hat. Öffnen und einen Gartensalat essen. Aufs Klo gehen und den Hamburger essen. Können sich beide mal zusammen hinsetzen und ein bisschen unterhalten. Vielleicht kommt das, kommen wir da mit den Punkten wieder ran. Dum, 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 tada. Kira schicken wir gleich mal ins Bett, damit sie da nicht stören kann. Schlafen.
Tja, nach solcher Art anstrengend muss man sich auch ausruhen. Da fängt auch schon an zu müffeln hier. Fabusabe? Garba. Samba. Ooh, Siwa. Freen. Charbidaza. Oh, Zambo. Wisse. Mal gucken, ob wir da irgendwas hinkriegen. Merbiani. Afflin Wadida. Hey. Flirten. Hey. Scheiben. Flirten. Sibuna Torbel Tratschen. Ha, Floopy. Kann ein Kompliment machen. Tiefgründige Unterhaltung. Spielstrategie. Stehen sich angezogen zu fühlen. Kennenlernen. Aha, über Kopf reden. Tag fragen. Gestehen sich angezogen zu fühlen und klopf klopf ist. Orbitalk. Oh, Pimpini. It's not. Ephedroy Yambara. Oh, Vadish. Ja, tiefgründige Unterhaltung. Über Interessen reden. Blablabla. Bla, 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 bla. Guck, die Band über Outfit machen. Ein Anmachspruch. Anvora. Krekna. Helnoi ja te feb. Die Pfwebs. Oh. Rankeschuf. Stirs with Vampa. Das hatte ich eigentlich ausgeschaltet. Das ist immer das Klick, dass die Musik kommt, wenn man jemand irgendwas geschafft hat. Aber anscheinend nach dem letzten Update ist das wieder neu reingekommen. Shinoi. Fabusabe? Garba. Wooni Cross. Schnell wieder Gutmachung, was immer auch falsch gelaufen ist. Kompliment über Aussehen machen. Tag, was du dann? Über neueste Spiele reden. Schnelle Wiedergutmachung und schmeicheln. Polizistenwitz machen. Kompliment über Aussehen. Unbehagliche Begegnung, Tag verschönern. Frisch. Ah, ich glaube, das wird nichts mehr. Mann. Hey, Bruce. Müssen wir mal gucken. Haben wir eigentlich eine Kaffeemaschine? Haben wir nicht. Noch nicht. Aber gleich. Und von Schwab und Schmeppel. Nochmal eine Farbe. Bleh. Weiß. Schwarz. Mal traurige Schwarz. Kaffee. Oh, Kaffee. Naja, das wird wohl, wenn wir wohl die Challenge oder wie auch gesagt und wohl nicht schaffen. Timbar Farbatu Quake. Wadida? Tipwak. Aru Prab, Wadisa. Zibwa. Mahafuta. Smef Blafa. Aru Gaba. Zarf Samzo, Quink. Jo, der Sau, er kommt dann und
klaut dir dein Brötchen. Ja. Das ist aber lustig. Ja. Gut, dann schauen wir mal, wie sieht es denn aus, was muss er denn schaffen? Level 3, der hat er schon für die nächste Beförderung 3 Stunden Schreiben üben. Über den Weltraum schwärmen. Über den Weltraum schwärmen. Oh ja, das müssen wir noch machen. Mehr Auswahl, freundlich. Mit Besitzung der Wahl. Mehr Auswahl, freundlich. Mehr Auswahl. Ja, von Weltraum schwärmen. Okay. Yabo. Philan Tuga. Primbo Chu. Tribna. Ach, mit dem hat sie schon über den Weltraum gesprochen. Oh je. Dann mal ab zur Arbeit. Oder? Plaudern. Nee, wird nicht mehr geplaudert. Hier wird gearbeitet. Und du musst auch zur Arbeit. Und du musst 3 Stunden Schreiben üben. Ich habe erstmal einen Kaffee. Auch zum PC. Und zwar zu dem nächstgelegenen. Schreiben üben. Den Kaffee hätte er mitnehmen können. Oh Mann. Dann stellen wir den Kaffee in den Kühlschrank. Das ist auch ein besonders toller Aufbewahrungsort für Kaffee. Arbeit, 8 Stunden zur Arbeit. Kann sich hier nebenbei mit ihr unterhalten, selbstironisch scherzen, Kompliment über Aussehen machen, Tag verschönern, von Interessen schwärmen, über Kochen reden, Hüpftanz vollführen, Tag verschönern. Tiefgründige Unterhaltung. Ooh, Siwa. Oh, Rishi. Afflin Wadida. Hey, Bruce. Wadida. Flirten. Wasusa. Hambira. Oh, yeah. Oh. Uvene Sepina. Brolas. Jimenez. Oh, Sebaba. Also ich glaube, das habe ich nicht geschafft. Also ich, also nicht ich, sondern hier, hier, Peter hat es nicht geschafft. Und bevor hier alles voll stinkt, geht er natürlich erstmal duschen. Sie muss ja dann auch gleich zur Arbeit gehen. Okay, ich mach das nicht. So. Und sie dauert noch 46 Minuten. Deswegen wird es jetzt mal aufhören. Mit Schreiben üben. Mal gucken, ob sie irgendwas machen muss. Eher nicht. Firewall durchbrechen. Natürlich wollen wir die Firewall durchbrechen.
Und Leistungsverbesserung klein. Mit etwas geistreicher Entschlüsselungsarbeit gelingt es Laura, die Firewall zu durchbrechen. Sie stellt fest, dass nichts so ist, wie es scheint. Sie übermittelt ihre Erkenntnisse schnell dem Boss. Es stellt sich heraus, dass die ruchlose Machenschaften aufgedeckt hat. Leistungsverbesserung klein. Und ich dachte, die hat nur wieder irgendjemand abgehört. Blip, blub, spielt sie. Und die muss gleich zur Arbeit. Kann ja schon mal runtergehen. Nachgehen. Also, er hat die Aufgabe nicht lösen können. Schade. Naja, dann sagen wir an dieser Stelle aber tschüss, bis zur nächsten Folge, beziehungsweise tschüss.